Hallo, Herr Meffert. Freut mich, dass das heute klappt mit dem Videocall und dass wir uns über das Thema KI unterhalten können. Und zum Anfang, vielleicht können Sie sich mal kurz vorstellen, vielleicht auch kurz was zu Ihrem Unternehmen sagen. Sehr gerne. Also mein Name ist Klaus Meffert. Ich bin Geschäftsführer der IDLogic GmbH aus Idstein. Das liegt zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Als Informatiker habe ich früher neben meinem Beruf promoviert, also parallel dazu, und bin natürlich sehr interessiert am Thema KI, weil es technisch hochkomplex ist, was dem Informatiker sehr liegt und zudem sehr stark verwurzelt ist mit Datenschutz und Datensicherheit. Und mit dem Thema habe ich mich seit 2017 sehr intensiv beschäftigt und mache es immer noch. Da gibt es einen Blog von mir, der heißt Dr. DSGVO. Und da passt es natürlich perfekt zusammen. KI, technisch hochkomplex, extrem viele Daten, die verarbeitet werden, digitaler Datenschutz. Also genau das bieten wir jetzt unseren Kunden an. Wunderbar. Wir sind ja zusammengekommen über das Thema magisches Hexagon. Vielleicht erklären Sie einfach nochmal kurz, was ist ein magisches Hexagon? Ja, also in aller Kürze, ich will jetzt niemanden überfordern, ich bin ja auch kein Mathematiker. Das Problem ist eigentlich relativ einfach. Vielleicht kennt jeder so ein magisches Quadrat. 4x4 zum Beispiel, da gibt es die Zahlen von 1 bis 16 und die müssen aufeinanderfolgend irgendwie in diesem Quadrat untergebracht werden. Und zwar so, dass alle Spaltenzeilen und die beiden Diagonalen dieselbe Summe haben. Das ist relativ kompliziert und ein magisches Sechseck ist ein klein bisschen komplizierter natürlich. Das ist so kompliziert, dass man nicht durch Ausprobieren alle Möglichkeiten einfach einsetzen kann und dann schaut, welche Lösung ist denn da. Das würde also unendlich lange dauern, sondern man muss sich ein bisschen raffiniertere Dinge ausdenken, um zum Ziel zu kommen. So in Kürze vielleicht das magische Sechseck. Okay, also ein spannendes Problem. Sie haben es ja schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt verschiedene, ich sag mal, Schwierigkeitsgrade bei diesem magischen Hexagon. Und Sie haben ein magisches Hexagon der Ordnung 9 gelöst, wofür es bisher keine Lösung gab. Können Sie vielleicht nochmal kurz sagen, wie Sie da vorgegangen sind, wie Sie KI dafür benutzt haben? Ja, also ganz früher habe ich das Problem schon mal versucht, mit Java zu lösen. Das ist ja eine kompilierte Sprache, die also sehr schnell abläuft. Und heute habe ich dann die KI-Programmiersprache Nummer 1 genommen, Python. Und da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ein Rahmenprogramm mir selbst ausgedacht. Das enthielt schon einen ungefähren Lösungsweg. Ich wusste aber noch nicht genau, was ich machen soll, um die komplizierten mathematischen Themen da zu lösen. Und dafür habe ich dann ein, zwei KI-Mathematikmodelle verwendet, die auf eigenen Servern liefen. Da habe ich dann Hetzner-Server dafür genommen. Das zweite war, ich habe das Programm schneller gemacht, indem ich eine Just-in-Time-Kompilierung eingebaut habe. Und auch da hat mir ein KI-Modell geholfen, ein anderes, ein Programmiermodell. Und damit konnte ich den Code dann deutlich schneller machen. Und das dritte war, ich habe auch noch weitere Lösungsansätze im Kopf gehabt, konnte die aber nicht alle ausprobieren oder wusste nicht, wie ich da vorgehen soll. Und da hat mir dann wieder ein KI-Mathematikmodell geholfen, die Irrwege zu finden und die dann gleich von vornherein zur Seite zu legen, sodass ich mich dann auf die Lösung des eigentlichen Problems optimal konzentrieren konnte. Das klingt sehr spannend. Sie haben ja auch schon erwähnt, dass Sie Hetzner-Server genutzt haben. Das waren, glaube ich, welche aus der GX-Reihe. Vielleicht können Sie dazu noch mal was erzählen. Ja, also es müsste, glaube ich, der GEX44 gewesen sein, davon zwei Stück. Das sind ja GPU-Server, also KI-Server mit NVIDIA-Grafikkarten. Der Server an sich ist ja sehr günstig, finde ich, in der Miete, bietet aber sehr viele Möglichkeiten, um da KI-Modelle betreiben zu können. Also NVIDIA ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, sage ich, damit man vernünftig KI-Programmierung machen kann, also weil alle Bibliotheken eigentlich auf NVIDIA-Grafikkarten laufen, auf dem sogenannten CUDA-System. Da gibt es also wenig Alternativen. Der Preis ist, wie gesagt, super, die Grafikkarte ist gut, sie bietet 20 GB VRAM, da kann man also viele KI-Modelle drin betreiben. Und das ist der eine Grund. Und der zweite ist natürlich der niedrige Preis, bei dem man nicht lange nachdenken muss, ob man sich so einen Server mietet oder nicht. Und das dritte ist natürlich auch die Datensicherheit. Und da traue ich jetzt noch 100%. Deutscher Anbieter, deutscher AV-Vertrag, Serverstandort Deutschland, ist für mich perfekt. Sie haben jetzt schon viele Vorteile genannt an einigen Punkten, die Sie bei Hetzner sehen. Vielleicht können Sie noch mal so in einem Satz zusammenfassen, was für Sie die Vorteile sind, warum Sie sozusagen gern Kunde bei uns sind. Ja, sehr gerne. Also aus meiner Sicht spricht Hetzner die Sprache der Kunden. Ich fühle mich da sehr gut abgeholt. Als Anbieter aus Deutschland bietet Hetzner für mich höchste Datensicherheit und KI-Server zu einem tollen Preis.